Jo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Krebsvideo für den März. Ui, Aufbruchstimmung. Ja, hier sieht man eine Frau, die hat ja so einen Trolley und ihre Taschen gepackt und macht sich auf den Weg der Sonne entgegen. Schauen wir doch mal, was die anderen Karten noch zu sagen haben. Ich verwende dafür die Lenormand-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Ich habe sie eigentlich schon gemischt. Andersrum. So. Der Bauch, die Sense, die Dame, der Berg, der Herr. Der Blumenstrauß, der Hund, die Fische, das Kreuz und an der Unterseite vom Deck haben wir das Schiff. Ja, ist wieder so ein ambivalentes Reading. Es liegen auch beide Personenkarten hier im Deck. Und eine Person macht sich auf den Weg zu gehen wegen einem lohnenden Ziel. Das kannst sowohl du sein als auch dein Gegenüber. Die Dame hier, die steht immer für dich in den allgemeinen Readings, unabhängig davon, was für ein Geschlecht du hast. Und der Herr liegt entweder für deinen Partner, deine Partnerin, auch geschlechtsunabhängig oder für eine Person, die dir sehr wichtig ist. Ja, sehr spannend. Es geht hier um deine Pläne bzw. die Pläne von deinem Gegenüber. Und die sind in irgendeiner Art und Weise schicksalhaft. Ich sehe aber auch, dass du hier Vertrauen in dein Gegenüber hast. Du hast hier großes Vertrauen in dein Gegenüber. Also, es sieht nicht nach einer Trennung aus im Sinn von Krach und wir können nicht mehr zusammen sein. Es sieht nach einer anderen, schicksalhaften, Trennung aus. Ja, ich sehe hier mit der Sense, dass es entweder um den Arbeitsbereich geht, das wird bei einigen von euch zutreffen, dass einer aufgrund seiner Arbeit weggehen muss, zumindest für eine gewisse Zeit. Für einige von euch wird der Anker dafür stehen, dass man dadurch etwas Gewinnbringendes erzielen kann. Also das würde auch für die Arbeit sprechen. Und für wieder andere sehe ich auch, dass dieser Anker etwas Verletzendes an sich hat, was dich betrifft. Verletzend meine ich in dem Sinn, dass du möglicherweise traurig bist, dein Partner oder diese wichtige Person vermissen wirst. Und der Rat der Karten ist einfach, besinn dich hier ganz auf dich selbst. Schau zu dir selbst in dieser Situation. Ja, ich sehe hier, das Vertrauen hier ist da. Und bei den meisten von euch sind es hier die Pläne vom Partner, die so schicksalhaft sind. Im Verborgenen, der Bereich, den du noch nicht einsehen kannst, da liegt der Berg und der weist darauf hin, dass es hier ja zu einem Hindernis kommen wird. Es ist auch gut möglich, dass hier eine Art Stillstand eintreten wird, wo man weniger Kontakt zueinander hat.
Aber erst in einer späteren Zeit, nicht sofort. Ja, die nahe Zukunft, da sehe ich erstmal den Blumenstrauß und die Fische. Und der Blumenstrauß ist ja eigentlich immer ein Grund zur Freude. Und die Fische sind ein Zeichen für tiefe Gefühle. Es kann aber hier für einige auch wirklich ums Geld gehen mit den Fischen, dass man hier einfach viel Geld verdienen kann durch diese, ja, für einige ist es wie eine Geschäftsreise. Sehr spannend. Auch das Schiff deutet auf eine Reise hin und deutet darauf hin, dass du viel Geduld brauchen wirst und es deutet darauf hin, dass jemand eine größere Distanz überwindet. Sehr spannend, aber eben, dass es alles Schicksal hat und ich sehe auch, dass die Freude gepusht wird. Also diese ganze Situation hat etwas Gutes. Es ist absolut nicht negativ, auch wenn du hier Geduld brauchst. Jetzt schauen wir doch mal, was gibt es hier denn noch für einen Rat? Zeit für Vergebung. Aha, das ist ja jetzt spannend. Ja, vielleicht nimmst du dieser wichtigen Person auch ein bisschen übel, dass sie das macht und ja, und nicht bei dir bleibt. Vielleicht ist es an der Zeit, da zu vergeben, weil diese Person im Grunde genommen nur das Beste will. Bisher sehe ich auch keinen Anhaltspunkt in diesem Reading, dass das jetzt hier ein Abschied für immer ist. Also da lassen wir uns dann überraschen, was kommt. Und ich fände es so super spannend, wenn du mir einen Kommentar schreibst, wie sich das bei dir manifestiert. Ja, ihr Lieben, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr das gerne tun. Ich freue mich sehr und natürlich freue ich mich über jedes Like. Es ist sehr wichtig für mich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.